Hallo, liebe Freunde. Ich habe gerade das aufgenommen, was allerdings auf Englisch ist, einen kleinen Fix, wie ich es hinbekommen habe, unter OBS Studio und OBS Classic aufzunehmen mit dem neuesten Nvidia-Treiber. Ich zeige das nochmal kurz hier. Nvidia GeForce Experience. Was ist das denn für eine Anzeige hier? Okay, warum ist die rot? Keine Ahnung. So. Und zwar hier Treiber. Ich bin auf dem vom 21.09.372.90. Und zwar habe ich eine Einstellung geändert. Die ist unter Einstellungen erweitert und habe die Prozesspriorität auf hoch geändert. Danach hat halt Windows 10 nicht mehr die Eigenheit, OBS einfach mal aus dem Videorahmen rauszuschmeißen. Ja, das hilft mir ungemein unter OBS Classic. Schauen wir mal kurz nach. Da ist es unter Settings erweitert, also genauso. Und dann hier auf Hoch ändern. Ich habe gestern damit über eine Stunde gestreamt, hatte keine Probleme, keine Aussätze, nix. Es nimmt allerdings ein bisschen mehr Leistung weg. Hier jetzt im Anschluss folgen nochmal, ich glaube, knapp 10 Minuten Aufnahme mit OBS Studio, die ich gemacht habe, einfach um zu zeigen, dass es funktioniert. Bei mir ist vorher die Aufnahme immer nach so 10 Sekunden bis 1 Minute abgeschmiert. Also wirklich schnell. Und ich denke, es ist schon ein deutlicher Fix dazu. Ich wollte es nur schnell raushauen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und bis bald. The office is ready to leave.